Herzlich willkommen zu einer neuen Videoreihe. Also nicht nur zu einem neuen Video in irgendeinem Modul, sondern ich habe mich entschlossen, eine neue Videoreihe auch noch aufzumachen. Die nennt sich Octave-Programmierung. In dieser Reihe möchte ich mich mit ein paar Besonderheiten und vielleicht etwas tiefer sitzenden Details von Octave auseinandersetzen, insbesondere auch mit der Grafikprogrammierung. Ich möchte heute mit der Low-Level-Grafikprogrammierung mit Octave einsteigen, mal genau reingucken, was passiert, wenn ich eine Grafik, typischerweise einen Plot darstellen möchte. Das ist eine eigene Videoreihe, weil es einfach über die Themen der einzelnen Module auch hinausgeht. Wir nutzen Octave und auch die Plot-Funktion ja sehr intensiv in der Funktionsdiagnostik, um unsere Signalgraphen darzustellen. Und auch hier möchte ich das dann auch nutzen, aber ich möchte in den Modulen eigentlich nur die Ergebnisse dann auch ausnutzen und nicht den Weg dahin auch noch im Detail besprechen. Deshalb, da sollen nur die Effekte genutzt werden, hier in der Reihe für diejenigen, die es interessiert. Das Ganze ist in diesem Teil gerade dann auch nicht prüfungsrelevant, möchte aber noch mal ganz genau erklären, wie das Ganze zusammenhängt. Und ja, wie gesagt, das können wir überall nutzen und ich werde auch am Ende kurz zeigen, wie das wirklich unsere Möglichkeiten gerade beim EKG-System zum Beispiel deutlich verbessern. Gut, gehen wir doch direkt mal in die Programmierung rein und schauen mal, wenn wir jetzt ein Fenster oder wenn wir jetzt mal einen Graph ausgeben möchten mit Octave. Also dann müssen wir erstmal uns eine Funktion generieren. Ich möchte einen Sinus vielleicht mal basteln, der von 0 bis 2 Sekunden geht. Das machen wir mal irgendwie in Millisekundenschritten, 0,01. Dann habe ich das Signal S, das dann vielleicht heißt Sinus von 2 mal Pi mal 5 Hertz. Ja, also 5 Schwingungen pro Sekunde. Wenn ich jetzt 2 Sekunden habe, habe ich nachher 10 Schwingungen mal T. Und wenn ich das Ganze jetzt ausgebe, dann schreibe ich hier typischerweise T,f. Nee, T,s natürlich, nicht s. Und dann erhalte ich hier meine entsprechende Grafik. Und das kennen wir sicherlich ja alle. Wir kriegen hier so eine Figure. Das ist ein entsprechendes Fenster, das aufgeht. Wir kriegen ein Koordinatensystem, in dem jetzt meine Daten dargestellt werden, wie hier oben definiert. Die Zeit geht von 0 bis 2 Sekunden. Und okay, dann, das ist die X-Achse. Und auf der Y-Achse, die wählt dann Octave automatisch in diesem Falle aus. Und der Sinus geht ja von minus 1 bis plus 1. Also werden dann auch diese Grenzen hier entsprechend eingesetzt. Und hier wird jetzt die Funktion S dann entsprechend gezeichnet. Soweit kennen wir das. Die Frage ist jetzt aber auch nochmal, wie hängt das alles irgendwie zusammen und wie ist auch eine Hierarchie bei dem Zeichnen? Denn was wir bisher halt machen, ist, wenn wir Plot sagen, dann wird irgendwie alles gleichzeitig erzeugt. Allerdings sitzt das irgendwie so Stück für Stück aufeinander und ich möchte das jetzt mit Ihnen einmal etwas detaillierter durchgehen. Ich mache das Fenster mal zu. Wir fangen nochmal bei 0 an. Ich sage auch mal Clear All, damit wir hier jetzt auch keine Variablen mehr drin haben. Und das Erste, was passiert, wenn ich den Plot-Befehl ausführe, ist, dass ein solches Figure-Fenster erzeugt wird. Das kann ich allerdings auch händisch sozusagen machen und das will ich jetzt auch hier mal machen. Ich sage jetzt nämlich mal fi ist gleich figure und dann entsteht ein solches Fenster. Warum ich dem Ganzen hier noch eine Variable zuordne, fi ist gleich figure, das ist ein sogenanntes Handle. Über fi, über diese Variable fi kann ich jetzt auf das Fenster auch entsprechend zugreifen und kann auch Veränderungen vornehmen. Das will ich Ihnen auch gleich zeigen. Am Figure selber nehmen wir nicht allzu viele Veränderungen vor, allerdings an den dazugehörigen Komponenten.
Und was wir jetzt gesehen haben, ist ja, bevor wir etwas zeichnen in das Fenster, müssen wir erstmal ein Koordinatensystem generieren. Und das ist sozusagen der zweite Schritt, der passiert. Den kann ich jetzt auch hier händisch vornehmen. Und der Befehl oder das Objekt bei Octave nennt sich Axis, Achsen, was sicherlich auch erstmal sehr naheliegend ist. Also, wenn ich jetzt hier schreibe und ich hole mal eben mein Fenster hier zurück, dann sieht man das auch vielleicht, wenn es über meinem Kopf sitzt, dann stehe ich dem auch nicht so sehr im Weg. Also jetzt sage ich halt hier einmal die Variable ax ist axis. Und wenn ich jetzt einfach erstmal so ohne Parameter angebe und drücke Return, dann sehen wir hier oben, erscheint jetzt ein entsprechendes Koordinatensystem. Und wenn ich keine weiteren Parameter angebe, dann wählt Octave ein Koordinatensystem von 0 bis 1 auf der x-Achse und von 0 bis 1 auf der y-Achse. Diese Achsen kann ich jetzt allerdings verändern. Und deshalb habe ich jetzt auch hier mir dieses entsprechende Handle erzeugt in einer Variable abgespeichert. Octave interpretiert die als Double, das ist aber irgendwie Unsinn. Das sind eigentlich Pointer, also Zeiger, die auf ein solches Objekt zeigen. Deshalb sollten wir uns erstmal von dieser Zahl minus 8,9 irgendwas nicht zu sehr irritieren lassen. Das ist einfach nur eine, ich sag mal, Fehlinterpretation von der IDE von Octave. Ich kann allerdings jetzt über dieses AX auf das Achsenobjekt zugreifen, indem ich nämlich sage set, Moment, und dieses set, na, so, set, also setze jetzt Eigenschaften dieses Objektes. Das hatten wir ja auch bei der seriellen Schnittstelle schon bei Funktionsdiagnostik gesehen, falls Sie auch diese Videos schauen. Aber prinzipiell kann man jetzt mit set Eigenschaften von solchen Objekten verändern. Und dazu muss ich erstmal dieses Handle jetzt kennen, also set ax. Und die Eigenschaften, die haben jetzt Namen. Die Namen kann man sich dann auch angucken. Ich will einmal vielleicht ganz kurz auf die Dokumentation von GNU Octave gehen. Das ist jetzt hier die Octave 6.10, die aktuellste Dokumentation, wobei man sagen muss, die wird nicht immer sehr zeitnah angepasst, beziehungsweise es ändert sich ja nicht so viel. Die ist in den vielen Versionen sehr, sehr ähnlich. Und Sie sehen, das Inhaltsverzeichnis ist alleine schon extrem groß, aber hier gibt es jetzt den Bereich Kapitel 15 Plotting. Und da gibt es jetzt die unterschiedlichen Eigenführungen und das hatten wir ja gerade, da kann man auch mal reingucken, wenn man möchte. Wichtig ist diese Datenstruktur und hier sieht man auch schon, das oberste sind die Figures und danach kommen dann die Achsen. Die brauche ich, um irgendetwas zu malen, muss ich erstmal Achsen definieren und dann kann ich halt Linien oder ähnliches zeichnen. Und wenn ich jetzt hier zurückgehe, dann kann ich mir halt auch die Eigenschaften angucken und hier zum Beispiel die Eigenschaften der Achsen sehe ich hier. Und für uns ist, das sind ganz viele, da kann man auch vielleicht nochmal gerne im Detail irgendwann drauf eingehen. Aber für uns sind die wichtigsten Eigenschaften, sind die Eigenschaften xlim und ylim. Wo haben wir es jetzt? Da. Denn das sind die Limits, also die Abschnitte der entsprechenden Achsen, also wie groß sind die Koordinaten. Und hier sehen Sie auch, wenn ich die Parameter nicht angebe, dann wird das auf 0, 1 gesetzt. Das haben wir ja gesehen, die Achse, die x-Achse geht von 0 bis 1 und die y-Achse geht von 0 bis 1. Und da kann ich jetzt ganz viele Parameter mir raussuchen und die wichtigsten möchte ich Ihnen einfach mal zeigen. Aber das Wichtigste und beziehungsweise die jetzt für uns wichtigsten sind erstmal, dass ich halt hier den Namen des Parameters oder der Eigenschaft angebe. Das gibt man dann in Anführungszeichen an und dann gibt man halt ein
Vektor an, der diese, ich mache das mal hier klein, der dann auch diese Wertepaare enthält. Das heißt, wenn ich jetzt sage, xlim ist nicht von 0 bis 1, sondern soll jetzt hier von minus 3 bis 3 zum Beispiel gehen und ich drücke jetzt hier Return, dann sehen Sie, dass sich jetzt hier die x-Achse entsprechend geändert hat. Sie läuft jetzt von minus 3 bis plus 3 und das kann ich jetzt zum Beispiel auch für die y-Achse machen. Also sage ich jetzt hier y-Limit, das sei jetzt mal ja, von minus 1 bis 3, also die müssen nicht immer irgendwie symmetrisch sein. Und dann sehen Sie jetzt hier, das Ganze hat sich jetzt geändert, die y-Achse geht jetzt von minus 1 bis plus 3. Das Ganze kann ich auch, ich muss es nicht immer für jeden Parameter einzeln machen, ich kann die Achsen auch gleichzeitig setzen. Ich kann hier sagen, set ax, xlim, jetzt sagen wir mal minus 5 bis 5 und ylim ist minus 2 oder minus 3 bis 3. Und dann gibt es auch noch sowas wie box ist on. Wenn wir jetzt da mal drauf achten, ich ziehe die Finger mal hier ein bisschen rüber. Ich kann auch mein Fenster noch etwas kleiner machen und mache jetzt mal hier das Ganze zu. Dann sehe ich jetzt zum einen, Box on heißt, jetzt wird auch die oberen Linien gezeichnet. Und wenn ich das hier wieder nach vorne hole, dann sehe ich jetzt, hier sind jetzt meine Achsen von minus 3 bis plus 3, beziehungsweise von minus 5 bis plus 5 auf der x-Achse. Also so kann ich hier jetzt mit solchen Befehlszeilen die Achsen entsprechend beeinflussen. Und jetzt, wenn ich ein Koordinatensystem habe, dann macht es auch Sinn, dass ich da jetzt auch entsprechend Sachen reinzeichnen kann. Und was man typischerweise halt nimmt, sind sogenannte sind Linien. Ja, die sind sehr universell. Und jetzt erzeuge ich mal eine Linie und der übergebe ich erstmal keinen Parameter, sondern sage einfach mal, li ist line. Und dann sehe ich, hier entsteht jetzt eine Linie. Und auch hier ist es wieder so, dass wenn ich keine Parameter angebe, dann wird immer der Wert 0,1 verwendet, nämlich eine Linie, die von der Koordinate 0,0 zur Koordinate 1,1 geht. Das kann man auch, glaube ich, hier nachvollziehen. Hier ist 0, da ist 0. Ziehen wir es wieder nach vorne. Und hier ist 2, hier ist die 1, die liegt zwischen 0 und 2. Und hier ist die 1. Also hier wird jetzt eine Linie entsprechend gezeichnet. Jetzt möchte ich natürlich nicht eine Linie zwischen den Punkten 0,0 und 1,1 zeichnen, sondern ich möchte natürlich gerne eine Linie mal zwischen bestimmten Punkten zeichnen. Und das kann ich jetzt auch wieder über Set machen. Also ich habe jetzt das Li, ist ja hier jetzt ein Handle auf die Linie. Und jetzt kann ich natürlich auch mit Set Li auch entsprechend wieder die Eigenschaften setzen und die x- und y-Koordinaten, die werden jetzt über zwei Parameter bestimmt. Jetzt kann ich hier auch nochmal vielleicht ganz kurz zurückspringen. Das war ja jetzt das Ganze für Axis und ich kann auch hier mal für Line mir das angucken. Da gibt es auch ganz viele Parameter, aber hier gibt es jetzt die wichtigsten Parameter, die heißen da x-Data und y-Data. In diesen beiden Parametern, in diesen beiden Eigenschaften, da stecken jetzt die Koordinaten unserer Punkte drin. Und jetzt kann ich ihm zum Beispiel sagen, okay, ich hätte gerne eine Linie x-Data, die, und das ist jetzt der Punkt, da muss man darauf achten, ich trenne jetzt x- und y-Koordinaten eines Punktes. Wenn ich jetzt bei x-Data, dann sind alles die x-Koordinaten. Das heißt, mein erster Punkt,
der soll vielleicht wieder bei der x-Koordinate 0 liegen. Der zweite soll bei der x-Koordinate 3 liegen. Und jetzt sage ich y-Data. Und der Punkt 0, der die x-Koordinate 0 hat, soll auch die y-Koordinate 0 haben. Und der die x-Koordinate 3 hat, der soll vielleicht die y-Koordinate 1 haben. Und wenn ich das jetzt hier so angebe, dann sehen Sie, in dem Moment, wo ich Return tippe, wird jetzt diese Linie nicht mehr von 0, 0 1, zu 1, 1 gemalt, sondern von 0, 0 zu 3, 1 gemalt. Genau die Punkte, die ich jetzt hier entsprechend angegeben habe. Und jetzt kann ich auch mehrere Punkte angeben. Also ich kann jetzt nicht nur eine Linie zwischen zwei Punkten malen, sondern ich kann jetzt die ganze Linienzüge malen. Also wenn ich jetzt mal überlege, ich möchte vielleicht ein Dreieck mal malen. Ein Dreieck, das vielleicht bei minus 2, 0 beginnt, dann zum Punkt 0, 2 geht und dann zum Punkt 2, 0 läuft. Dann habe ich drei Punkte. Und das kann ich jetzt einfach mal hier so machen, indem ich einfach die Zeile von oben runterhole und tippe jetzt mal hier meine Werte. Also es soll von minus 2 losgehen zu 0 zu plus 2 und die passenden y-Werte sind dann 0, 2, 0. Jetzt drücke ich mal Return und wir achten mal auf die Figur da oben und dann sehen wir, wir haben jetzt hier einen Linienzug, der von minus 2, 0 zu 0, 2 geht zu 2, 0. Wenn wir jetzt das Ganze hier wieder verbinden möchten, ja gut, dann muss ich einen weiteren Punkt einfügen, nämlich der erste Punkt muss wieder wie der letzte sein oder der letzte muss wieder der erste sein. Also hier kommt jetzt eine minus 2 hin und hier kommt eine 0 hin und wenn ich jetzt Return drücke, dann habe ich ein vollständig gefülltes Dreieck gemalt. Wenn ich jetzt allerdings sage, okay, die Ansicht ist jetzt interessant, aber ich habe jetzt irgendwie, möchte es anders im Koordinatensystem sehen, wenn ich jetzt das Koordinatensystem verändere. Also ich sage jetzt hier oben wieder mein Set AX und ändere hier meine Achsen. Die sollen jetzt mal irgendwie von minus 3, Moment, xlim soll jetzt von minus 3 bis 3 gehen und ylim soll von minus 1 bis 3 gehen und ich drücke jetzt Return. Dann sehen Sie, dann ändert sich mein Dreieck, weil das Koordinatensystem sich geändert hat, ohne dass ich jetzt an der Linie was geändert habe. Also ich habe hier im Endeffekt zwei Möglichkeiten. Ich kann halt an meinem Koordinatensystem was ändern und ich kann an meinem X, also an meinen Koordinaten selber was ändern. Und das muss entsprechend stimmen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel hier sage, okay, ich nehme jetzt einen Punkt dazu, der hat jetzt hier die Y-Koordinate 5. Das heißt, die Spitze des Dreiecks geht eigentlich über das Koordinatensystem hinaus. Ja, dann sehen Sie, ist es auch so. Das verschwindet jetzt nach oben. Wenn ich jetzt hingegen wieder meine entsprechende Y-Achse hier auf 6 setze, dann passt es wieder rein, weil ich jetzt mein Koordinatensystem verändert habe. Also, das muss man irgendwie merken. Das oberste ist die Figur. Darunter kommt mein Koordinatensystem, die Achsen, die Axes. Und darunter kommt dann das eigentliche grafische Objekt, was typischerweise dann ein Linienzug ist. Und auch wenn ich einen Sinus male, dann ist der Sinus, der dort gezeichnet ist, der zwar wie eine glatte Kurve aussieht, ist in Wirklichkeit aber ein Linienzug, der jetzt aus ganz vielen Punkten, in dem Falle aus 1000 Punkten von eben aufgebaut ist. Und das ist jetzt genau der Trick. Wenn ich plotte, dann wird, oder wenn ich den Befehl plot verwende, dann wird immer das komplette Fenster gelöscht, es wird ein Koordinatensystem erzeugt und es wird der ganze Linienzug da Stück für Stück reingemalt.
Das, wenn ich es nur einmal mache, geht relativ, also dann ist das egal, dann geht das auch schon fast für mich unbemerkbar schnell. Allerdings in unserem EKG-Programm, da kriegen wir ja 200 Wertepaare oder Werte pro Sekunde. Das heißt, dieser Plotgraph, der wird letztendlich 200 Mal pro Sekunde aktualisiert und da oder sehr häufig aktualisiert oder so schnell es geht aktualisiert und da geht dann halt entsprechend möglicherweise auch Performance verloren. Und das ist genau der Punkt. Und deshalb macht es Sinn, dass ich nicht immer plot, alles neu plotte, sondern dass ich eigentlich nur die X- und Y-Data-Werte, so wie wir es hier gesehen habe, anpasse, denn das geht deutlich flotter. Und das möchte ich Ihnen auch gleich kurz zeigen. Und wenn ich dann das entsprechende Achsensystem auch anpasse. Vielleicht noch ein letzter, eine letzte Bemerkung. Statt Set Axis, also wenn ich ein Axis-Objekt habe, kann ich auch direkt den Befehl statt Axis mit E, Achsen, ja, kann ich auch den Befehl Axis nehmen. Und der bezieht sich immer auf mein aktuelles Figure. Und damit kann ich dann hier Werte entsprechend verändern. Und wenn ich jetzt sage, hier Axis und ich gucke mal, wir haben es jetzt da von minus 3 bis 3. Jetzt kann ich hier sagen, wieder von minus 4 bis 4. Und da kann ich jetzt vier Parameter angeben, nämlich die beiden X-Grenzen und die Y-Grenzen und sage jetzt hier, was machen wir da mal von minus 2 bis 10. Und drücke Return, dann sehen Sie, ändert sich das hier oben auch wieder. Also da kann ich mir diesen Set-Befehl sparen und das machen wir auch in dem entsprechenden Octave-Programm. Also das soll vielleicht nochmal klar sein, wie diese Hierarchie ist. Und was wirklich flott geht, ist, wenn ich direkt die X und Y-Data verändere und nicht immer einen komplett neuen Plot mache. Und das möchte ich Ihnen jetzt zum Abschluss nochmal zeigen. Das soll halt auch nur ein kurzes Video sein. Diejenigen, die vielleicht jetzt direkt zu diesem Video kommen und noch nicht das Funktionsdiagnostik-Serie kennen, hier haben wir ein EKG-Programm, das EKG-Daten aufnimmt, aber ich denke, diejenigen, die jetzt hier reingucken, kennen das Ganze auch. Ich habe hier mein System liegen, allerdings baumeln jetzt meine Elektrodenkabel frei. Das heißt, ich nehme jetzt kein sinnvolles EKG aus, ich nehme einfach irgendwie die Signale auf, die so aus der Umgebung kommen. Das ist das entsprechende Skript, das wir haben, was die Daten über die serielle Schnittstelle annimmt. Und hier haben wir die Zeilen, nämlich CLF Clear Figure, also die Figure wird gelöscht und dann kommt der Plot-Befehl, dieses ADC-Array, da kommen die entsprechend gemessenen Abtastwerte von dem EKG-System und die werden dann auf dem Bildschirm per Plot ausgegeben und die Axis passe ich an, indem ich immer nur mir die letzten 600 angucke. Da wird der Axis-Befehl entsprechend ausgenutzt. Und dann gibt es den Befehl Tick und Tock, da kann ich mich messen, wie schnell geht das Ganze und wie lange dauert das. Und jetzt will ich das einfach mal das Programm hier starten und wir gucken uns jetzt mal Tick und Tock an. Das sehen wir jetzt gleich. Hier erscheint jetzt mein Figure, das sind jetzt meine Abtastwerte, die da kommen. Und wenn ich jetzt auf das Befehlsfenster gehe, dann sehe ich hier, dass das irgendwie 0,05, 0,06 Sekunden dauert. Ich kann das ganze Programm auch hier mal anhalten. Sie sehen auch, das Fenster springt da auch schon mal so ein bisschen, weil halt immer dieses Plotten stattfindet. Ich kann das hier auch mit X anhalten, das ist im Programm so berücksichtigt. Und wenn ich jetzt hier mal reingucke, dann sehe ich halt das Zeichnen dieser 600 Werte. Sie sehen, hier geht gerade die Achse von 5000 bis 5600. Wir gucken uns immer die letzten 600 Werte an. Das sind dann die letzten 3 Sekunden des EKGs. Das dauert hier so typischerweise 0,066, 0,058. 0,078 und das sind dann halt entsprechend Millisekunden, also hier 78 Millisekunden. Ja, die dritte Nachkommastelle sind Millisekunden.
Die vorletzte Nachkommastelle sind dann halt die 10er Millisekunden, das sind die 100er Millisekunden. Also wir haben es hier irgendwie mit 78, 69, 57 Millisekunden. Der kleinste Wert, was sehe ich hier, 53 Millisekunden. Das schwankt immer so ein bisschen. Das ist halt, wenn ich den Plotbefehl so benutze, wie ich ihn generell immer benutze. Und jetzt habe ich allerdings hier eine optimierte Version erstellt. Das ist das gleiche Skript, das heißt aber jetzt Octave EKG Low Level Graphics. Und da gehe ich jetzt hin, das passiert hier oben. Dort generiere ich mir jetzt die Figure, die Achse und die Line individuell. Ich lege hier meine X-Limits und sowas fest. Wie gesagt, das kann man sich ja nochmal im Detail angucken, aber mit dem, was wir jetzt eben besprochen haben im Hinterkopf, kann man das hoffentlich auch besser verstehen. Hier kommt der entsprechende Programmtext, der mir die serielle Schnittstelle ausliest und mir dann die Daten in das ADC-Array schreibt. Aber jetzt habe ich hier nicht mehr einen Plot-Befehl stehen, sondern wenn man genau hinguckt, dann sage ich hier unten Set Linie, LI1 heißt hier das Handle auf die Linie, X-Data und Y-Data. Und X-Data ist die X-Achse, ein bestimmter Abschnitt der X-Achse, nämlich immer hier die letzten 600 Werte meines ADC-Arrays. Und ich erzeuge mir hier noch ein Unterarray meines großen ADC-Arrays. Das ist halt auch erstmal jetzt nicht so, also das kann man sich gerne mal angucken, das kann man auch vielleicht noch ein bisschen kompakter schreiben. Ich habe es da etwas ausführlicher geschrieben, damit man das auch vielleicht etwas nachvollziehen kann. Solange mein Laufindex unter 600 ist, wird erstmal das entsprechende Koordinatensystem gefüllt und wenn es größer als 600 ist, dann muss es immer nach links gerückt werden und ein bisschen nachjustiert werden. Aber ich arbeite jetzt hier nicht mit dem entsprechenden Plotbefehl, sondern ich arbeite auf der unteren Grafikebene und modifiziere nur meine X-Data- und Y-Data-Felder des Linienelementes. Denn wie gesagt, der Graph ist eigentlich ein Linienelement, das jetzt hier entsprechend aus 600 Punkten besteht. Was man dann noch machen sollte, ist, dass man noch einen Befehl Draw Now sagt, denn Octave kriegt nicht unbedingt mit, dass die X- und Y-Data-Felder modifiziert worden sind. Und das kann man sozusagen erzwingen, indem man nochmal Draw Now sagt. Und das mache ich dann auch hier. Also, ich habe nur den Plot-Befehl jetzt durch diese Low-Level-Funktion ersetzt. Jetzt können wir uns mal angucken, was hat das jetzt für einen Effekt. Ich habe wieder meinen Tick und Tock genau um die entsprechende Zeichenroutine rum. Und wenn ich jetzt starte, dann sehe ich hier wieder das Gleiche. Ich sehe halt irgendwelche Signale, die Elektrodenkabel jetzt so aufzeichnen. Die machen jetzt erstmal so nicht wirklich Sinn. Aber wenn ich jetzt auf mein Befehlsfenster gucke und gucke mir die Tick-Tocks an, dann sehe ich, geht das doch deutlich zügiger. Ich halte mal an. Und wenn ich jetzt schaue, dann sehe ich hier zum Beispiel, das Zeichen hat hier einmal 5 Millisekunden gedauert. Hier hat es ein bisschen länger gedauert, hat es mal 12 Millisekunden gedauert. Hier hat es mal 13 Millisekunden gedauert, aber hier auch wirklich Werte um die 5 Millisekunden. Wir hatten eben Werte so um die 50 Millisekunden, jetzt um die 5 Millisekunden. Das heißt, nur durch die Änderung des Zugriffs über diese Low-Level-Funktion habe ich teilweise Beschleunigung um Faktor 10 erreicht. Ja, und das ist natürlich schon wichtig, weil wenn ich jetzt weniger Zeit zum Zeichnen verbrauche, habe ich mehr Zeit, anderweitig Daten auszuwerten. Und wir wollen vielleicht auch noch die Peaks detektieren vom EKG und so weiter. Und da können wir dann entsprechend effizienter arbeiten. Also das wollte ich Ihnen zeigen und das werde ich jetzt auch in das EKG-Programm der Funktionsdiagnostik aufnehmen. Da arbeiten wir sozusagen nur mit dem freundlichen oder erfreulichen Effekt, dass das Ganze jetzt deutlich schneller geht. Aber das Video sollte so ein bisschen dazu dienen, zu erklären, warum es schneller geht und was die Strategie dahinter ist. Das neue Programm, das jetzt da Octave EKG Low Level Graphics heißt, werde ich jetzt auch wieder bei GitHub hochladen. Allerdings wird das jetzt Schritt für Schritt erweitert werden. Da kommen jetzt noch ein paar Funktionalitäten hinzu, dass dann irgendwann
das wirklich finale Programm bei GitHub liegt. So viel zum Thema Octave, Low-Level-Grafikprogrammierung. Das werden wir vielleicht nochmal vertiefen, aber das jetzt nur mal so in aller Schnelle. Bis bald.